Hi, Toni hier von Game of Lures. Willkommen zurück in dieser Jahreskalender-Playlist und hier die nachgereichte Box aus dem Februar. Januar habe ich ja schon gemacht. März ist auch schon online. Verlinke ich euch da nacheinander oben in der Ecke. Und hier steht drauf, kein Bubblegum von Berkeley. Und ich weiß gar nicht mehr, was das war. Schauen wir kurz rein. Ach ja, genau, das waren ein paar Creature Baits, die nochmal extra eingepackt gewesen sind, weil sie super übel waren. Und auch immer noch sind. Und zwar von Urban, der Street Fishing Marke von Berkeley, der Bubble Creeper in der Farbe Spring Craw. 8 Stück sind drin, 7,5 cm sind sie groß. Ich hole da gleich mal einen raus, denn die sehen doch ziemlich interessant aus und ja, Berkeley typisches Flavor. Sehr viele kleine Rillen, viele kleine Fühlerchen. Ein paar Noppen hier oben mit an den Scheren. Sehr cool. Geile Farbe. Bubble Creeper war es, glaube ich, ne? Spring Craw, so rum. Bubble Creeper war der Name von dem Köder hier. Dürfte auch höchstwahrscheinlich ziemlich UV-aktiv sein. Und ja, für den Winter immer eine gute Idee. Auch für den Sommer. Da knallen sich Barsche und auch Zander, Hechte sehr gerne Krebse rein, denn das ist extrem viel Nährwert für recht wenig Aufwand und Proteine stehen immer hoch im Kurs und auch dann gerade vielleicht nach der Schonzeit, wenn sie fertig sind im Laichgeschäft, bestimmt auch eine gute Wahl, wenn es darum geht, den Energiehaushalt wieder so ein bisschen aufzufüllen. Das war's mit der Februar-Box aus dem Jahreskalender von MyFishingBox. Den gibt es aktuell meines Wissens noch zu kaufen. Ihr findet den unten in der Videobeschreibung immer mit verlinkt. Wenn ihr Lust drauf habt, dann bestellt ihn euch doch gerne und lasst euch jeden Monat mit einem passenden Köder überraschen. Und ja, dann würde ich sagen, bin ich raus für heute. Macht's erstmal gut. Bis dahin, euer Toni.